Hallo, willkommen bei der Fleischerei Bünger. Hier in dem Vorbereitungsraum, dem Arbeitsplatz von einem Fleischer. Vorbereitungsraum für einen Ladenverkäufer. Hier können wir alle Artikel zubereiten, die wir im Laden dem Kunden nachher präsentieren wollen. Da haben wir jetzt ein Lamm. Das war vorher im Kühlraum, haben wir rausgeholt. Und das wollen wir jetzt zerlegen. Wie gesagt, das Lamm ist ca. 12 Monate alt. Da gibt es so eine Kennzeichnung an den Knochen, die man lernt während der Ausbildung. Für die Zerlegung vom Lamm verwenden wir ein langes Zuschneidemesser, ein Ausbeinmesser. Den Stahl brauche ich zum Abziehen der Messer, eine Handsäge und zum Schluss nochmal die Bandsäge, um noch die Knuste, also die Füße abzusägen. Es gibt immer Leitlinien, Richtlinien, wie man ein bestimmtes Tier oder ein Teilstück vom Tier zerlegt. Da gibt es eine Schnittführung und die sollte man schon beherrschen, damit das Produkt auch immer wieder gleich ist, was man den Kunden im Nachhinein anbietet. So, damit wir jetzt anfangen können, nehmen wir ein mittleres Messer, schärfen es nochmal vorher und beginnen mit dem Zerlegen vom Lamm. Wie angesprochen, beginnen wir mit der Dünnung, die wir jetzt von den Keulen trennen, in einem Schnitt und runtergehen am Rücken. Hier sieht man den sauberen Schnitt. Das gleiche auf der anderen Seite. Wenn es geht, immer, dass man sieht, dass beide Seiten gleich lang sind zur Mitte des Lamms. Ja? Des Weiteren gibt es bei uns so, wir machen nach der siebten Rippe immer, trennen wir die Dünnung von dem Rücken. Da zähle ich jetzt die Rippen aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mache mir einen kleinen Pieks zur Kennzeichnung. Mit der Dünnung zum Beispiel kann man wunderbar nehmen, um grüne Bohnen zu kochen, zum Auskochen. Ja, da ist die Lammdünnung mit das geeigneteste Fleisch. Ne? Jetzt nehme ich die Säge und säge genau in dem gleichen Winkel bis zu der Kennzeichnung runter. Und schon sieht man, dass man den Rücken erkennt. Ne? Den ganz charakteristischen Lammrücken, so wie der jetzt hier abgebildet ist. Ne? Da hätten wir hier die Keulen nochmal. Und den Lammrücken. Die beiden Teile, die man hier sieht, sind die Lammnieren. Da gibt es auch einige, die gerne Lammniere essen. Die schneiden wir jetzt raus und legen sie erstmal zur Seite. So, dann beginnen wir, dass wir den Rücken vom Vorderviertel, von der vorderen Front trennen. Schneiden wir ein an den schon mit der Säge vorbereiteten Stellen. Nehmen dann wieder die Handsäge, die Knochensäge und sägen die Wirbelsäule durch. Und wichtig dabei, dass man es festhält, dass uns das Vorderviertel nicht runterfällt. Jetzt haben wir das Vorderviertel vom Lammbraten, so wird das genannte Stück, getrennt. Dann geht es weiter. Hier haben wir das Vorderviertel vom Lamm sauber abgetrennt vom Rücken. Ja, dann haben wir hier die Dünnung, einmal hier die Fleischdünnung und hier oben die Knochendünnung. Jetzt drehen wir das Ganze. Und werden die Schultern abklappen. Die Schultern kann man sehr gut benutzen als Schmorfleisch, als Gulasch und als Ragout. Da gibt es auch wieder die berühmten Schnitttechniken bzw. genau die richtigen Wege, die man finden muss, damit die sauber rausgetrennt werden. Aber in der Ausbildung bei uns ist das kein Problem, kann man das alles lernen. Dann hat man hier schon die einzelne Schulter. Die eine, man sieht, saubere Fläche. Und da ja ein Lamm zwei Schultern hat, machen wir das gleiche auf der anderen Seite noch. Und immer keine Eile dabei, immer langsam und vernünftig alles ausführen. So, und dann sieht man hier zwei wunderbare Lammschultern. Jetzt haben wir von dem Vorderviertel noch nur noch den Rumpf, den Torso mit dem Hals, Nacken und den Dünnungen. Da kommt jetzt unsere Knochensäge zum Einsatz, weil um einen sauberen Schnitt auszuführen, der gleichmäßig auf beiden Seiten ist, werden wir das Teilstück jetzt über die Knochensäge machen. Darum gehen wir jetzt hier rüber, muss ich den Schutz abnehmen, die Säge einschalten und in einem Bogen wird dann gesägt. Dann hat man hier eine saubere Schnittstelle. Dann trennen wir auch gleich noch die Dünnung am Brustbein. Säge ausschalten und dann geht es am Tisch weiter. So, um für den Kunden jetzt ein richtiges Stück zurechtzumachen, beschneiden wir das alles. Das heißt, die blutigen Stellen werden entfernt, das grobe anhaftende Fett wird entnommen
Alles, was ich abschneide, gelangt später noch in die Verarbeitung, wird nochmal sortiert. Dann trennen wir noch das Brustbein von dem Rest der Rippen. Beim Lamm ist er ziemlich jung, da gibt es noch nicht so den Knochen. Man sieht hier deutlich den Unterschied. Das Weiße ist alles Knorpel und hier ist der Knochenbereich. Ne? Und da das sehr beweglich ist, wenn man atmet, geht es ja auch auseinander, muss es halt noch beweglich sein. Dann wäre jetzt die eine Dünnung fertig. Die Lammrippen einmal. Machen wir doch die anderen. Und hier auch wieder dasselbe, durch den Knorpelbereich schneiden, das Brustbein entfernen und dann haben wir hier wunderbar die anderen Rippen. Dann hatten wir im Vorfeld die Schultern schon abgeklappt. Auch hier wird das Blutige entfernt, beziehungsweise das grob anhaftende Fett. Hat doch was zu tun mit der Optik, dass der Kunde jetzt nicht unbedingt auf das Blutige guckt. Manche mögen sowas nicht. Ne? Dann werden die Stempel entfernt. Dann haben wir eine Schulter. Machen wir bei der zweiten Schulter genau dasselbe. So, dann hätten wir jetzt von dem Lamm schon die Dünnung. Dann hätten wir die beiden Schultern. Dann kommen wir jetzt zu dem Hals. Früher war der Hals immer noch auch sehr begehrt zum grüne Bohnen kochen oder auch zum Schmoren. Ist heutzutage nicht mehr so, weil wenige Leute jetzt noch grüne Bohnen sich zu Hause machen. Ja, nur noch die älteren Leute, die jungen Leute wollen sowas gar nicht mehr. Aus dem Grunde habe ich mir jetzt angeeignet, den Hals zu trennen und aus diesem Stück, also ähnlich wie beim Schwein, also Lammkotelett bzw. Lammkammscheiben zu machen. Der Hals wird abgesägt und in der Hälfte getrennt. Dann haben wir jetzt hier die Schnittstelle, wir haben sogar exakt getroffen. Dazu gibt es dann den Kratzer, da wird jetzt die Sägespäne, Sägemehl abgestriffen und ebenfalls nochmal zurechtschneiden. Zwischendurch das Messer immer mal abziehen. Hier ist noch ein Knorpel mit drin, den werden wir auch noch entfernen. Ist so wie bei Menschen, die Schulter ist ja immer gelagert im Muskel direkt in Verbindung über dem Knorpel bloß. So, dann haben wir hier einmal den Lammkamm und hier wäre jetzt der nächste Kamm. Wie ich schon angesprochen hatte, immer schön aufpassen auf die Sortierung, dass nicht alles so zusammenliegt. Zum Auskochen wird das Brustbein jetzt bei uns angeboten auch. Ne? Das legen wir hier hin und die Abschnitte werden noch mal sortiert, gegebenenfalls für Wurstherstellung. So, dann haben wir hier noch den Braten zu hängen, den Lammbraten. Ne? Braten deshalb, weil der Rücken mit den Keulen noch verbunden ist. Zu dem Zweck, um zu trennen, nehmen wir den runter vom Haken und da geht man rein und ist genau über den Schlossknochen. Der Schlossknochen ist bei uns die Hüfte, ist bei den Tieren bloß ein anderer Begriff. Ja, da wird immer wieder gebogen und gebogen und im Endeffekt abgeschnitten. Und so finden Sie denn hier den Lammrücken vor. Hier eine super Fettabdeckung, schön trockenes Tier. Schön trockenes Fleisch, sehr gut. So, jetzt mit dem edelsten Stück war ja der Rücken und jetzt kommen wir zu den Lammkeulen, aus denen man die meisten Lammbraten macht. Zu Ostern bieten wir hier bei uns auch Lammschinken an, auch sehr begehrt bei den Kunden. Zu dem Zweck trennen wir jetzt die beiden Keulen voneinander. Das ist ein Begriff, der heißt aufschlossen und da gibt es eine Knorpelverbindung und die trennen wir jetzt. Da muss man auch nicht viel Kraft aufwenden. Ist einmal getrennt, dann geben wir hier am Filet lang und trennen den Schwanzknochen von der Keule. So, wer ist die eine Lammkeule? Den Lammrücken benötigen wir jetzt am Laden auch nicht. Auch den können wir dann gleich wieder ins Kühlhaus bringen. Lammfleisch sollte man übrigens nicht abdecken im Kühlraum, ansonsten wird es nämlich schmierig. Hält sich am besten im trockenen Zustand. So ähnlich wie bei den Schultern, das grob anhaftende Fett entfernen. Ja, hier ist das Filet vom Lamm zum Beispiel. Das ist auch jetzt nicht so sehr aufwendig. Natürlich muss man wie bei allen genau wissen, wo man schneiden muss. So, wie gesagt, wir wollten jetzt hier den Schlossknochen entnehmen. Dazu lösen wir
eng am Knochen immer alles vor. Und weil ja viele Kunden, wenn sie sich einen Lammbraten oder generell einen Braten machen, auch Knochen brauchen für die Soße, sägen wir den Schlossknochen hier gleich klein und bieten den Kunden an, den auch gleich mitzunehmen. Ja. Hier wäre jetzt der Schlossknochen, der gerade noch hier drin war. So sah es eben aus. Jetzt haben wir den entnommen. Ne? Beschneiden wir das noch. Auch wieder nur das anhaftende grobe Fett weg. So, wir sägen jetzt hier den Knust ab, also das Bein, und sägen den zweimal durch, dass der Kunde das besser in den Bräter kriegt. Nehmen wir eine saubere Kiste und legen alles dort rein. Angefangen mit der Lammkeule, dann mit dem Schlossknochen, beide Lammschultern, dann den Nacken, den wir vorhin zerlegt haben. Ja. Ideal zum Braten in Scheiben. Und für unsere grünen Bohnenfreunde die Lammdünnung. Alle beide, ne, sauber zurechtgeschnitten. Und das ist unser Lamm. Einmal können wir den Rücken, den wir hier sehen, den können wir schön in Scheiben aufschneiden zum Kurzbraten, auch sehr gut geeignet zum Grillen. Die Lammkeule, wie schon vorbereitet, ohne den Schlossknochen, kann man wunderbar so, wie sie ist, entweder mit ein bisschen Knoblauch versetzen, mit Rosmarin, kann man die auch füllen oder mit wenigstens Rosmarin reinmachen als Schmorbraten. Dazu eben grüne Bohnen oder Kartoffeln noch mit bei. Ganz einfach. Und alles kann man auch im Laden erfragen. Unsere Verkäufer sind so ausgebildet, dass sie eigentlich zu jedem Fleischteil eine Zubereitungsart nennen können. Das wird jetzt im Laden verräumt, eingebaut.